Hallo bei Swissmade, heute mit Seesicht vom Restaurant Aqua in Zürich. Ein bisschen später gehen wir sogar noch an den Neuenburger See, weil ja wieder das Neuchâtel International Fantastic Film Festival vor der Tür steht. Und dann zeigen wir euch noch den neuesten Streich von der Produktionsfirma Cheese & Chocolate in Zusammenarbeit mit dem bekannten Schweizer Regisseur Michael Steiner. Zuerst natürlich noch die News aus der Schweizer Filmszene. Vom 20. Juni bis 10. Juli findet das City of London Film Festival statt und ehrt dieses Jahr die Gastländer Indien und die Schweiz. Im Londoner Barbican Kulturzentrum findet das New Swiss Cinema Programm statt. Gezeigt werden unter anderem Une Journée von Jacob Berger oder Padus von Jeanne Valls. Der Film Die Herbstzeitlosen von Bettina Oberli zählt als eines der Highlights des diesjährigen Festivals. Die Regisseurin und die Hauptdarstellerin Stefanie Glaser werden anwesend sein. Das Festival gibt es seit 1962 und findet seitdem jedes Jahr im Sommer statt. Beim 26. Filmfestival in München, das vom 20. bis 28. Juni stattfindet, sind gleich vier Schweizer Spielfilme vertreten. Unter anderem L'autre moitié von Rolando Koller oder Der Freund von Micha Lewinsky. Das Motto beim diesjährigen internationalen Programm lautet Krieg, Liebe, Gott und Wahnsinn. Beim Kinderfest wird unter anderem der Animationsfilm To Uta von Jadwiga Kowalska präsentiert. Viel Spaß in der bayerischen Hauptstadt. Es war wie bei der Euro 08. Große Hoffnungen für die Schweizer, aber zum Schluss fehlt das entscheidende Tor. Am Samstag ist in Cannes das 55. internationale Werbefestival zu Ende gegangen. Sechs Schweizer Werbespots schafften es in die Endrunde. Für Edelmetall in der Königsdisziplin Film hat es aber nicht gereicht. Dafür gab es einen Silber- und Bronzelöwen für die Agentur Advico Young und Rubicam. Silber gab es auch für die Zürcher Agentur Spillmann, Felser Leo Burnett. Dazu gab es zum Trost auch noch ein paar Auszeichnungen für die Schweizer in Nebendisziplinen wie Design oder Mediaplanung. Die Swissmade-Redaktion gratuliert herzlich. Das Neuchâtel International Film Festival geht wieder über die Bühne. SNIF zeigt vom 1. bis zum 6. Juli, dass der Filmwelt absolut keine Grenzen gesetzt sind. Zeigt wird alles von Schweizer Kurz- und Kunstfilmen über italienische Horrorfilme und Thriller bis zu asiatischen Neuproduktionen. Wir zeigen euch einen Einblick ins Programm und schon heute erste Filmausschnitte. Einfach fantastisch. Wer beim Städtchen Neuchâtel an Winzerfeste, den See und welschen Charme denkt, liegt vielleicht nicht falsch. Doch das Tollste lässt er aus. Das Neuchâtel International Fantastic Film Festival. Über 90 Filme und digitale Kunst werden vom 1. bis zum 6. Juli 2008 gezeigt. Das Konzept des fantastischen Films, auf dem NIF basiert, ist breit gefächert. Unter fantastisch versteht man alles, was von der Realität abweicht. Das Fantastische kann uns in reine Fantasiewelten entführen oder unseren gewohnten Alltag in einem ganz neuen Licht präsentieren. Oh mein Gott! Regisseur Joe Dante, der durch Gremlins Weltruhm erlangte, präsidiert in diesem Jahr die internationale Jury. Unterstützt wird er von Xavier Jean, Jens Lien, Neil Marshall und dem Science-Fiction-Autor Lucius Shepard. Beim internationalen Wettbewerb sind George A. Romero mit Diary of the Dead, Isidro Ortiz mit Escalofrio und Paul Andrew Williams mit The Cottage dabei. Obwohl die fernöstliche Industrie viele Kultfilme abwirft, ist nur wenig davon in der Schweiz sichtbar. Deshalb widmet das Festival diesem Kontinent einen eigenen Wettbewerb. Der asiatische Wettbewerb zeigt 9 Filme aus Indien, Thailand, Japan, Indonesien, Malaysia und Hongkong. Von da kommt dieses Jahr ein ganz besonderer Beitrag: An Empress and the Warriors von Tony Ching Siu-Tung. Bereits zum zweiten Mal findet ein Teil Open Air statt, neu mit 600 Sitzplätzen. Gezeigt werden unveröffentlichte Filme und die Vorpremiere Get Smart von Peter Siegel. Zudem laufen Wong Kar-wai's Ashes of Time in der Redux-Version und der Ridley Scott-Klassiker Blade Runner. Außerdem im Programm des NIF 2008 das Symposium Imagining the Future, der neue Animago Award und 4 Genrefilme aus Spanien. Abwechslung, Spannung und fantastische Höhenflüge sind bei NIF definitiv garantiert und darum für jeden Filmfan ein Muss. Weitere Infos findet ihr unter nif.ch. Die
Der Zürcher Regisseur Michael Steiner hat zum Beispiel «Grounding» oder auch «Mein Name ist Eugen» gedreht. Was ihm noch fehlt in seinem Repertoire, ist ein Gruselfilm. Und da hat er sich jetzt allmählich dran angetastet, und zwar mit einem Werbespot für die Firma Sando in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma «Cheese & Chocolate». Wir zeigen euch das Making-of. Ich bin Fred Solinger und Produzentin der Peak-Filme. Wir sind Produktion von dem Sando 3, wo wir hier mitten im Dekor stehen. Normalerweise wird mehr an Location gedreht und wird weniger so ein grosses Dekor gebaut. Von dem her war das jetzt schon so ein bisschen die Herausforderung, plus nachher die Kombination mit der 3D-Animation zusammen. Oder was vor allem das Schöne ist, also um den Dreh, ist schon die Spannung. Wenn dann mal alle zusammen da sind und wenn das alles ausgeleuchtet wird, dann sieht man endlich mal auch, wie so ein Set dann aussieht. Weil wenn das noch nicht eingeleuchtet ist, dann ist das immer eher so ein bisschen stier und ein bisschen flach. Die Spezialität des heutigen Drehs ist mehr, ich würde sagen, pyrotechnisch. Es geht eigentlich um die 12 Fackeln, die gleichzeitig brennen und eigentlich als Licht bieten für das ganze Set. Wir haben jetzt überall eine kleine Flamme, die man eigentlich zuerst nicht sieht. Und sobald man die Leitungen aufdreht, könnten die auch gleichzeitig an, hoffentlich. Und was nachher ganz wichtig ist, ist die erste Probe mit den Schauspielern, dass wir morgen wirklich parat sind und genau wissen, was wir drehen müssen. Ich musste dort ein Skelett spielen. Ich werde dann ersetzt durch 3D-Animation. Jetzt wieder gebraucht. Es ist extrem imposant, was man hier sieht, was aufgebaut worden ist. Es ist eigentlich Pappe. Also wenn man sich daran lehnt, dann geht es wahrscheinlich um. Es kommt ein super Spot, was wir hier haben. Sando hat noch nie so einen TV-Spot in einem Studio gedreht. Das ist für alle neu, es ist sehr spannend. Die Stärke von Michael Steiner sehe ich sicher in dem, dass er eben nicht nur von der Werbung herkommt, sondern vom Spielfilm her, wo man dann auch gut sieht im TV-Spot, dass es eine Art wie ein Spielfilm ist. Schauspiel sind super. Bei so einem Cast, der per Video funktioniert, ist immer ein gewisses Risiko da. Und ich denke, wir haben eine sehr gute Auswahl getroffen. Sie acten gut, sie sind gute Charaktere. Und für mich haben sie sehr glaubwürdig über in diesem Spot. Für mich das Speziellste an so einem Tag ist, eigentlich, wenn man wieder mal sieht, wie aufwendig das ist und wie schön man die Entstehungsgeschichte von Anfang an mitbekommt. Das heisst, wir machen zuerst einen Wide-Shot von unten und bauen uns dann nach da oben. Ein grosser Teil ist ja aufgebaut worden und nicht 3D gemacht worden. Also 3D machen wir nicht aus Dach, also nur. Es ist Dach und man macht das Skelett 3D.
Ich denke, der Dani ist ja vor allem der, der dann uns das alles, was jetzt da hinten zwar steht, aber eben nicht ganz fertig ist, im Computer zusammenbaut. Von dem her hat er sehr, sehr eine wichtige Aufgabe. Es ist sehr angenehm mit dem Michael. Es ist eine gute Kommunikation da. Für den Regisseur sind die wichtigsten Figuren, man sollte immer Chance spielen. Der Chance ist eigentlich mein Arbeitsinstrument, mein allererstes Arbeitsinstrument. Für das gibt es nicht. Mein dritter Schauspieler, Skelett, der ist eigentlich auch wichtig, aber der macht nicht so Spass, weil den muss man halt wirklich entwerfen und jeden Moment auf seiner Mimik designen. Und mit richtigen Schauspielern gibt es einen Austausch. Ich kann unbedingt eine dunkle Zone haben mit diesen Gängen, die rausgehen. Der Holger Dien ist mit der schlauen Idee gekommen, bei diesen Gängen hinten nochmal einen Rücksitz anzumachen, damit es wirkt, als hätte es einen riesigen Gang rundherum. Und damit macht das Set eigentlich künstlich noch aufblasen hat. Die Kombination von den verschiedenen Lichtquellen mit der Größe, der Dimension des Sets gibt eine Stimmung, wo ich das Gefühl habe, das wird massiv wirken. Also hast du wirklich das Gefühl, dass ich in einer größeren Grabkamera mal unterwegs. Und das macht natürlich mir extrem Spaß als Regisseur, so Sachen nachzudenken, das umzusetzen. Das war schon wieder von Swissmade aus dem Aqua zu Zürich. Geniessen den Rest. Wir sehen uns am nächsten Donnerstag wieder. Gleicher Sender, gleiche Zeit. Nein, so Schöfli-Wolken. Ja, man sagt, wenn die kommen, gibt es ein Gewitter. Zeigt wird alles von Schweizer Kunst und Kurz. Also nochmal, sorry. Von Schweizer Kunst und Kurzfilmen. Der Zürcher Regisseur Michael... sorry.